Am späten Dienstagabend sorgte ein 49-jähriger Patient der Medius-Klinik Nürtingen für viel Blaulicht und Sirenen in Nürtingen. Er hatte sich unbemerkt vom Gebäude entfernt und wurde kurze Zeit später vom Klinikpersonal als vermisst gemeldet. Verschiedene Rettungskräfte sowie die Polizei samt Hubschrauber beteiligten sich an der Suche. Der Einsatzleiter schilderte den Sucheinsatz und erklärt, warum auch die Rettungshundestaffel alarmiert wurde. Es waren die Führungsgruppe des THK von Mittingen-Kirchheim, die Kollegen Malteser mit ihrer Führungsgruppe, der BH Mittleren Neckar, die DRK-Rettungshunde, die Malteser-Rettungshunde waren im Einsatz und dann noch waren auf Anfahrt zur Straßensuche noch verschiedene SEG. Es war eine vermisste Person hier letztendlich, die sollte gesucht werden und ist dann glücklicherweise zu Hause aufgefunden worden.